Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zum Hamburg-Journal, dass wir mit einem Zusatzproblem beginnen. Das erste ist, über 2000 Hamburgerinnen und Hamburger haben kein eigenes Konto. Sie müssen sich immer am Monatsanfang ihre Sozialleistungen auszahlen lassen. Daran haben sie sich mittlerweile gewöhnt, nicht aber an die Situation, die durch eine Umstellung beim Hamburger Verkehrsverbund entstanden ist. Ohne wäre er aufgeschmissen. Jens Obersheimer und sein ermäßigtes Monatsticket. Dreimal in der Woche fährt der Hartz-IV-Empfänger zu einem Bewerbungstraining. In seiner Freizeit begleitet er ehrenamtlich alte Menschen, oft mit Bus und Bahn. Jeden Monatsanfang fährt er zu seiner Beratungsstelle nach Altona, holt sich dort seinen 375-Euro-Scheck für den neuen Monat. Sein Problem? Bisher konnte er auf diesem Weg seine alte Monatskarte nutzen, denn die galt bis zum ersten Werktag des neuen Monats. Nun aber gilt das abgelaufene Ticket nur noch bis zum tatsächlichen Kalender 1. 6 Uhr morgens. Auf dem Weg zum neuen Geld ist das alte Ticket also ungültig, bliebe nur ein Einzelfahrschein. Es ist kaum einer eigentlich in der Lage, also zumindest kaum ein Hartz-IV-Empfänger, der am Ende des Monats tatsächlich noch Geld jetzt hat, geschweige 2,85 Euro für eine Fahrkarte, dass er damit fahren kann eben halt. Eine echte Schwarzfahrerfalle nennt das seine Sozialberaterin. Viele der Menschen, die sie betreut, nutzen das vergünstigte Monatsticket auf dem Weg in die Beratungsstelle. Vom HVV fordert Bettina Reuter eine Rückkehr zur alten Regelung, zum Schutz derjenigen, die am Monatsende jeden Cent umdrehen müssen. Auf jeden Fall ist es eine Kriminalisierung, weil sie laufen Gefahr, beim Schwarzfahren erwischt zu werden. Und dann geht das ganz normale Prozedere los, dass, wenn das öfter vorkommt, dann können die Menschen auch in Haft genommen werden. Der HVV zeigte sich überrascht angesichts der Problematik. Die günstigen Tickets seien einfach an die Gültigkeit nicht reduzierter Monatskarten angeglichen worden. Und bei denen heißt es, gültig bis Betriebsschluss des letzten Geltungstages. Betriebsschluss ist um 6 Uhr am folgenden Morgen. Pech für Arme, die sich keine Vorfinanzierung leisten können. Wenn es da einen größeren Personenkreis gäbe, sollten sich die zuständigen Stellen vielleicht an uns wenden oder überhaupt die auszahlenden Stellen sich um das Problem kümmern. Wir sind natürlich auch immer gesprächsbereit, wenn sich staatliche Stellen, die zuständig sind, an uns wenden. Solange helfe vorerst nur der Kauf eines Einzeltickets. Jens Obersheimer muss sich das Geld dafür meistens leihen. Schwarz fährt er schon seit über 20 Jahren nicht mehr. Aber er kennt viele, die in der Monatsticketfalle sitzen.